Herzlich willkommen zu Urknall, Weltall und das Leben. Es ist Zeit wieder mal für Kaffee und Kosmos, wie immer mit einem Top-Thema und einem Top-Referenten. Moritz Hütten vom Max-Planck-Institut für Physik, der wird uns erzählen von Gamma-Ray-Bursts, von Gamma-Strahlenausbrüchen, diesen kurzen, extremen, harten Signalen, die wir von da draußen empfangen. Da gibt es ja eine witzige Historie dazu, die zurückreicht bis in die 60er Jahre. Kalter Krieg und die Amerikaner waren wieder gerade mal am Spionieren. Die hatten einen eigenen Satelliten installiert, den Vela, denke ich, hieß der. Und der sollte jetzt verräterische Gammasignale detektieren, die vielleicht bei oberirdischen Atomwaffentests oder bei was auch immer vermutet worden wäre. Und da hatten die tägliche Signale. Und da kann man natürlich schon ein bisschen ins Nachdenken. Die genaue Analyse hat dann gezeigt, hey, die Signale, die kommen gar nicht von unten, sondern die kommen von oben aus dem Weltraum. Und trotzdem wurde alles unter Verschluss gehalten, top secret. Und Jahrzehnte später hat man dann erst publiziert in die ganze Geschichte. Aber jetzt geht es natürlich konkret um ein aktuelles Projekt. MAGIC, das heißt eine Anlage auf den Kanaren am Roque de los Muchachos. Und da wurde vor gut einem Jahr ein Signal detektiert, ein Gamma-Ray-Burst. Und, also, okay, am liebsten würde ich jetzt gleich in diese Details springen. Aber natürlich kann Moritz Hütten das viel besser als ich. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Gamma-Blitz-Alarm. Der Autopilot hat die automatische Kontrolle über das Teleskop übernommen. Bleiben Sie ruhig. Lesen Sie die Gamma-Blitz-Prozedur, bevor Sie irgendetwas unternehmen. Keine Sorge, das ist hier genau der Alarm in Bild und Ton, von dem meine Kollegen am 14. Januar letzten Jahres an den MAGIC-Teleskopen aufgeschreckt wurden, als sie sich auf eine ruhige Beobachtungsnacht eingestellt hatten. Kurz nach dem Abendessen kam dieser Alarm. Und kurz darauf war klar, MAGIC hatte zum ersten Mal überhaupt einen Gamma-Blitz bei den allerhöchsten Energien gemessen. Guten Abend, ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind, um Ihnen heute Abend im Namen von allen meinen Kolleginnen und Kollegen, die an diesem so schönen Teleskop mit dem Namen MAGIC arbeiten, unsere neuesten Erkenntnisse über Gamma-Blitze zu berichten. Tatsächlich sind Gamma-Blitze heute eine ziemlich alltägliche Erscheinung. Die Erde wird ungefähr täglich von einem solchen Blitz getroffen. Ich habe vorhin übrigens noch mal geschaut, das letzte Mal heute Morgen gegen 8:30 über dem Indischen Ozean. Also nichts, worüber Sie sich Sorgen machen müssen. Das war aber nicht immer so, oder es war nicht immer so eine alltägliche Erscheinung. Deswegen möchte ich Ihnen zu Beginn dieses Vortrages die Geschichte der Gamma-Blitze kurz nachführen oder was wir bis letzten Januar schon alles wussten. Und dazu möchte ich eine kleine Reise in die 1960er Jahre des letzten Jahrhunderts mit Ihnen machen, denn die Geschichte der Gamma-Blitze beginnt wie ein richtiger Spionage-Thriller im Kalten Krieg. Und zwar haben Anfang der 60er Jahre die Amerikaner und die Sowjetunion ein Abkommen abgeschlossen, das Atomtests insbesondere in der Atmosphäre verbieten sollte. Und die USA dachten sich, gut, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser nach dem Abschluss dieses Vertrages und schickten eine Reihe von Satelliten in den Orbit, die die Einhaltung dieses Vertrags überwachen sollte. Und zwar empfindlich in hochenergetischer Gammastrahlung waren diese Satelliten. Und wenn irgendwo auf der Erde jemand heimlich einen Atomtest durchgeführt hätte, dann hätten diese Satelliten das anhand der Gammastrahlung sofort gesehen. Lassen Sie mich gleich am Anfang mal erklären, was Gammastrahlung denn nun eigentlich ist. Und zwar ist Gammastrahlung genau wie sichtbares Licht Teil des sogenannten elektromagnetischen Spektrums. Und wie seit Albert Einstein wissen, ist Strahlung dieses elektromagnetischen Spektrums in kleine, diskrete Energiepakete verteilt. Und je nach Größe eines solchen Energiepaketes bezeichnen wir diese Strahlung als Licht oder auch mit anderen Namen.
Zum Beispiel hier bezeichne ich mal das Energiepaket des optischen Lichts mit einer 1. Und hier die Teilchenenergie. Und wenn wir nun zu Strahlung mit kleineren Energiepaketen gehen, zum Beispiel nur mit einem Zehntel der Energie von optischem Licht, dann sind wir bei der Infrarotstrahlung oder auch Wärmestrahlung. Und wenn wir zu noch kleineren Energiepaketen gehen, mach mal hier so 10 hoch minus 4, dann sind wir im Mikrowellen- und Radiobereich. Und all diese elektromagnetische Strahlung mit diesen kleinen Energiepaketen ist auch für uns Menschen wesentlich harmlos. Ganz im Gegensatz zu der anderen Seite, wo es dann richtig ungemütlich wird. Zum Beispiel, wenn wir zu Strahlung gehen, wo jedes Paket ungefähr zehnfach die Energie von optischem Licht trägt, dann sind wir bei der UV-Strahlung und schließlich bei tausendfach höheren Energien dann im Röntgenbereich. Ja, und wenn wir dann zu noch höheren Energien gehen, zu Strahlung, wo jedes einzelne Lichtteilchen 1.000.000 Mal so energetisch ist wie ein Lichtteilchen des sichtbaren Lichts, dann sind wir im Gamma-Bereich. Der Strahl geht hier auch noch weiter, das lasse ich mal leer, da kommen wir später noch drauf zurück. Auf jeden Fall müssen Sie sich keine Sorgen machen, Strahlung aller dieser hochenergetischen Lichtteilchen, die uns aus dem All erreicht, wird im Wesentlichen von der Atmosphäre absorbiert. Doch nun erstmal zurück zu den Satelliten der Amerikaner, die in den 60er und 70er Jahren die Erde kreisten, um die Sowjets bei heimlichen Atomtests zu ertappen. Tatsächlich maßen diese Satelliten eine Handvoll von Gammastrahlenausbrüchen. Und zwar sahen die so aus. So, ich zeichne hier mal so eine sogenannte Lichtkurve. So die Intensität der Strahlung über der Zeit. Und zwar sahen die Satelliten ein Aufflackern von Gammastrahlung, das von Sekunden bis Minuten dauerte, gefolgt von einem viel schwächeren Nachglühen, das bis zu Stunden andauern konnte. Machen wir eine Sekunde und hier Stunden. Das nennen wir übrigens heute prompte Emission und Nachglühen. Ja, und mussten wir uns damals Sorgen um den Weltfrieden machen? Natürlich nicht oder deswegen nicht. Es war ziemlich schnell klar, dass das keine Atombombenexplosionen waren. Die sind nämlich viel kürzer. Aber viel wichtiger noch, diese Strahlung, diese Gamma-Blitzausbrüche kamen auch nicht aus Richtung der Erde oder der Umgebung davon. Auch nicht aus der Richtung des Mondes, wo die Amerikaner die Sowjets verdächtigten, auch Atomtests hinter dem Mond durchzuführen. Nein, diese Gamma-Blitzausbrüche kamen von überall her, aus allen möglichen Richtungen am Himmel. Und damit war eigentlich sofort klar, die mussten irgendwoher aus den Tiefen des Alls uns erreichen. Aber viel mehr, als dass sie irgendwoher aus dem All kamen, konnte man tatsächlich nicht sagen. Denn außer dieser Lichtkurve enthielten diese Gammablitze relativ wenig Informationen. Aber man wollte unbedingt wissen, was dahinter steckt, denn eigentlich ist nicht der Blitz an sich das Interessante, sondern der Prozess, der dahinter steht. Also irgendwas muss ja passieren, was diese Blitze auslöst. Und es war ziemlich schnell klar, dass man diesem Geheimnis nur auf die Schliche kommen konnte, indem man einen solchen Blitz auch in anderen Wellenlängen des elektromagnetischen Spektrums detektieren konnte. Das versuche ich mal nochmal etwas detaillierter zu illustrieren. Denn das wird im Verlauf des Vortrages noch wichtig. So, ich zeichne mal hier so die Vorteile und die Nachteile von einem solchen Gammasatelliten auf. Das habe ich hier mal vorbereitet. Und zwar ist das eigentlich gar nicht mal unmittelbar klar, wenn man mal drüber nachdenkt, dass diese Satelliten tatsächlich den ganzen Himmel auf einmal sehen konnten. Also wie ein riesiges Fischei-Objektiv kreisten die auch in hoch genugen Orbits um die Erde, um tatsächlich irgendwo am Himmel so einen Blitz zu sehen. Aber das kam zu einem Preis, das kommt zu einem Preis, dass die Auflösung relativ schlecht ist. Diese Teleskope sehen nur relativ verschwommen, also man sieht so ungefähr aus der Richtung, aus der so ein Blitz kommt, aber auch nicht viel mehr.
Das ist ganz anders mit Teleskopen auf dem Erdboden, zum Beispiel optischen Teleskopen. Mit denen sieht man sehr, sehr scharf. Und tatsächlich kann man auch die Entfernung anhand des optischen Spektrums, wenn so ein Gammablitz von optischer Strahlung begleitet wird, auch sehr gut bestimmen. Also das ist eigentlich super. Allerdings, ja auch hier haben wir einen Nachteil, das ist eigentlich nichts anderes, wenn Sie jetzt Ihr Fischei-Objektiv gegen ein Teleobjektiv tauschen, da können Sie also sehr, sehr gut sehen, gestochen scharf, irgendwo, keine Ahnung, jemand auf dem Kirchturm der Frauenkirche winkt, aber natürlich nur einen sehr, sehr kleinen Himmelsausschnitt sehen. Ja, und das ist natürlich jetzt ein Problem, denn wir wissen nicht, wann und wo jetzt dieser nächste Gammablitz auftaucht. Also er kann hier in allen möglichen Richtungen auftauchen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man zufällig mit einem Teleskop gerade in diese Richtung schaut, ist natürlich sehr, sehr klein. Das heißt, der Trick ist jetzt, dass wir nach einem Alarm von einem solchen Gamma-Satelliten so schnell wie möglich mit anderen Teleskopen an den gleichen Ort am Himmel schwenken und versuchen, diesen kurzen Blitz noch zu erhaschen. In der Theorie ist das relativ klar, aber in der Praxis war es dann sehr, sehr schwierig tatsächlich. Ja, hat es über 20 Jahre gedauert, bis man tatsächlich zum ersten Mal solche Gammablitze auch mit anderen Teleskopen sehen konnte. Und als man das sah, war dann sofort klar eigentlich, diese Gammablitze entstehen tatsächlich in fernen Galaxien. Also nicht mal in unserer eigenen Milchstraße, sondern in Galaxien, hinter der Milchstraße im Kosmos. Und ich zeichne Ihnen mal auf, wie weit diese Gammablitze tatsächlich entfernt sind, deren Entfernung man nun bestimmen konnte. So, ich zeichne mal hier die Entfernung. Dann gebe ich auch mal den Namen D gleich und das Ganze in Lichtjahren. Und die Anzahl von Blitzen, die wir bei einer bestimmten Entfernung sehen. So, hier ist 0 Lichtjahre, also schreibt man Stragula hier hin, also hier sitzen wir. Und glücklicherweise haben wir auch bei uns noch, also bei uns ist noch kein Gammablitz entstanden, das ist gut, also wir leben noch. Aber dann sehen wir eine solche Verteilung. Und das Maximum dieser Verteilung, also die meisten Gammablitze, erreichen uns aus Entfernung von sagenhaften 50 Milliarden Lichtjahren und ein Teil der Blitze sogar noch bis zur Entfernung 50 Milliarden. Ja. Milliarden. Wenn Ihnen das erstmal sehr viel erscheint, da können wir gerne in der Diskussion drüber noch reden. Für die Experten sehen Ihnen gleich, das ist die Leuchtkraftentfernung, die ich hier auftrage. Das ist aber tatsächlich die Entfernung, wenn ein Objekt in einer solchen Entfernung leuchtet, die Helligkeit, die wir dann bei uns sehen, die bei uns ankommt. Ganz kurz noch ein Größenvergleich. Das alles ja voll mit Galaxien. Unsere nächste Nachbargalaxie, die Andromeda-Galaxie, ist ungefähr 2,5 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Das heißt, wenn diese Andromeda-Galaxie jetzt so 1 Meter von uns entfernt wäre, der ganze Raum ist voll mit Galaxien, dann sind diese Galaxien, von denen uns die meisten Gammablitze erreichen, ungefähr so weit entfernt von uns wie das Nordufer vom Starnberger See. Also sehr, sehr weit. Und der ganze Raum dazwischen und dahinter ist natürlich voll mit Galaxien. Ja, wenn die aber so weit weg sind, dann haben wir jetzt ein Problem. Und zwar messen wir bei uns, wenn so ein Blitz bei uns ankommt, die Physiker sagen dazu, wir messen den Strahlungsfluss, den wir bei uns sehen, also die Strahlungsintensität, die bei uns ankommt. Und wenn eine Quelle jetzt in einer bestimmten Entfernung leuchtet, dann muss sie natürlich im Ursprung entsprechend heller sein, dass uns noch ein Teil des Lichtes erreicht, die sogenannte Leuchtkraft. Und keine Sorge, das ist die einzige Formel in diesem Vortrag, die ist aber sehr nützlich. Die können Sie ja übrigens auch benutzen, um den WLAN-Empfang in Ihrer Wohnung auszurechnen. Wir benutzen sie für die Leuchtkraft der Gammablitze. Und zwar, wenn wir einen gewissen Fluss messen, dann muss die Leuchtkraft entsprechend der Entfernung heller sein und sogar mit dem Quadrat der Entfernung heller. Das heißt, wenn Sie zu Hause vielleicht eine Nachttischlampe mit 30 Watt betreiben, die ist einen Meter von Ihnen entfernt, und jetzt wollen Sie aus irgendeinem Grund diese Nachttischlampe 2 Meter, also doppelt so weit entfernt, anbringen, dann müssten Sie
anstatt einer 30 Watt Birne tatsächlich eine 120 Watt Birne einschrauben, damit es noch bei Ihnen am Buch genauso hell leuchtet. Und wenn wir jetzt also den Fluss messen, dieser Gammablitze, den Strahlungsfluss, die Entfernung haben wir jetzt hier auch gemessen und jetzt die Leuchtkraft ausrechnen, dann kommen wir tatsächlich zu einer Leistung dieser Glühbirne, dieses Gammablitzes am Entstehungsort, die unglaublich hoch ist. Das ist hier eine 1 mit 47 Nullen, also 10 hoch 47 Watt muss dieser Gammablitz aufbringen, um noch so hell zu leuchten, dass wir ihn mit unseren Teleskopen bei der Erde messen können. Und um eine Vorstellung dieser Energie zu bekommen, wenn Sie so eine Leistung verbrauchen wollen, dann bräuchten Sie 10 Sonnen. Und von diesen 10 Sonnen fangen Sie die Strahlung auf, diese Sonnen abstrahlen über Ihre gesamte Lebenszeit, über 10 Milliarden Jahre, speichern Sie die Energie dieser 10 Sonnen und dann lassen Sie diese Energie in einer Sekunde frei. Dann bekommen Sie eine solche Leistung. Also unglaubliche Energien. Übrigens auch noch einmal 100 Millionenfach leuchtstärker als Supernova-Explosionen, von denen Sie vielleicht auch schon mal gehört haben. Und da haben die Physiker jetzt sehr stark in der Stirn gerunzelt. Also was soll so extrem sein, was soll so hohe Energien freisetzen in solch kurzer Zeit, innerhalb von Sekunden? Eigentlich hatte man keine Vorstellung, welche Physik also in Quellen stattfinden konnte, die solche Leistungen erzeugt. Aber der Tipp, der Hinweis zu der Lösung war schließlich, dass man sich überlegt hat, gut, das kann schon sein, vielleicht bekommen wir vernünftige Quellen. Wenn wir nicht mehr annehmen, also hier zeichne ich mal eine Explosion auf, und bisher nehmen wir an, dass diese Explosion in alle Richtungen abstrahlt und ein Teil der Strahlung bei uns ankommt. So, hier mal ein Lichtteilchen. So, wenn jetzt aber diese Explosion nicht in alle Raumrichtungen gleichmäßig abstrahlt, sondern sagen wir nur in zwei bestimmte Richtungen, also hier mal gleich viele Pfeile wie oben, dann erreicht uns aber ein viel größerer Anteil dieser Strahlung. Und das ist eigentlich gar nicht so exotisch. Ein Beispiel für sowas habe ich auch hier in der Hand, nämlich ein Laserpointer, der ja auch in einen sehr kleinen Raumwinkel leuchtet. Und mal als Vergleich hat heute ein Kollege von mir für uns heute Abend eine Leuchtdiode gebastelt, die die gleiche Leistung hat wie dieser Laserpointer, ungefähr 1 Milliwatt. Und jetzt müsste ich sie eigentlich direkt mit dem Laserpointer anleuchten, das mache ich nicht, aber ich kann noch mal hier gegen die Folie leuchten. Sie sehen hier den Punkt sehr hell und wenn ich jetzt mit dieser Lampe, die die gleiche Gesamtleistung erbringt, aber in den gesamten Raum abstrahlt, dann müsste ich, ich weiß nicht, wann Sie dann wirklich was sehen hier, hier so vielleicht, also sehr, sehr nah rangehen. Oder im Umkehrschluss, ich kann diesen Laserpointer viel, viel weiter entfernt auslösen und Sie sehen ihn noch immer relativ hell leuchten. Ja, das ist tatsächlich das Geheimnis der Gammablitze, dass sie eben ihre Energie nur in tatsächlich zwei sehr, sehr eng fokussierte Raumrichtungen abstrahlen. Und heute haben wir auch schon eine viel bessere Vorstellung, welche Prozesse solche fokussierte Abstrahlung erzeugen. Und zwar kennen wir heute zwei Kandidaten. Einer davon ist, wenn ein sehr massiver Stern kollabiert. So, ich zeichne das mal auf. Also sehr massiv heißt mehr als 10 Sonnenmassen. Der kollabiert am Ende seines Lebens. Da gibt es tatsächlich eine heftige Energiefreisetzung. Ein Teil dieser Energie wird tatsächlich in einer Supernova-Explosion in den Raum abgestrahlt. Aber wenn dieser Kollaps so weit entfernt stattfindet, wie ich ihn vorher gezeigt hatte, so 50 Milliarden Lichtjahre, dann sehen wir sozusagen diese isotrope Supernova-Explosion nicht. Aber wenn dieser Stern dazu
während seines Lebens noch um seine Achse rotiert ist, was auch häufig heftig vorkommt, auch unsere Sonne rotiert, wenn auch sehr langsam, dann strahlt diese Explosion einen Großteil ihrer Energie in zwei sogenannten Jets in sehr kleine Raumwinkel ab. Und in diesen Jets geht es noch sehr turbulent zu. Wir haben sogenannte Schockfronten, wo sich unterschiedlich schnelle Teilchen gegenseitig überholen, miteinander kollidieren. Und es entstehen auch starke Magnetfelder. So, ich zeichne das hier mal so auf. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Schule. Das markiere ich mal mit einem B. Das sind Magnetfelder. Und geladene Teilchen in diesen Jets rotieren jetzt um diese Magnetfelder sehr, sehr schnell. Und wenn sie das tun, dann wird für geladene Teilchen sogenannte Synchrotronenstrahlung freigesetzt. Und dank der speziellen Relativitätstheorie auch in Richtung der Bewegung dieser Teilchen, also in Richtung des Jets. Ja, und wenn die beschleunigten geladenen Teilchen schnell genug sind, dann sind diese Synchrotronen, Photonen tatsächlich Lichtteilchen im Gammastrahlungsbereich. Und dieses ganze Fortschleudern in dem Jet dauert tatsächlich auch wenige Sekunden und wir haben unseren Gammablitz. Das ist aber noch nicht ganz das Ende der Geschichte. Vielleicht erinnern Sie sich, wir hatten vorhin noch das Nachglühen gesehen. Tatsächlich ist der interstellare Raum nicht ganz leer. Also auch hier in der Umgebung des Sonnensystems im interstellaren Raum befinden sich immer noch 1 Million Teilchen pro Kubikzentimeter. Und ja, diese 1 Million Teilchen pro Kubikzentimeter sind immer noch genug, dass, warte, ich mache mal hier noch im Jet so zwei Teilchenpunkte, dass die hochenergetischen Teilchen, die aus dieser Explosion hinfortgeschleudert werden, mit diesen Teilchen im interstellaren Medium kollidieren und auch noch einmal Strahlung emittieren. Und das ist dann das Nachglühen, was noch etwas länger andauern kann. Ja, damit ist unser Gammablitz komplett. Tatsächlich habe ich gerade noch verraten, dass es noch einen zweiten Fall gibt. Und zwar, wenn zwei sehr massive Objekte, Neutronensterne, miteinander kollidieren. Eine Sternkollision. Und von einem solchen Fall hat die NASA tatsächlich ein schönes Filmchen, eine Animation erstellt. Und die möchte ich Ihnen hier sehr gerne zeigen, dass Sie noch einmal schön sehen als Film, was ich Ihnen hier dargestellt habe, wie in diesem Fall zwei Sterne, die kollidieren und entlang der Rotationsachse tatsächlich dann bei der Kollision ein Großteil der Energie in zwei des Jets abgestrahlt wird und die hier so schön blau leuchten, wenn sie in dem Fall dann auf das interstellare Medium treffen. Ja, das ist im Wesentlichen das Geheimnis der Gammablitze, aber noch nicht ganz, denn wenn die geladenen Teilchen in diesen Jets nochmal energetischer sind, als wir jetzt bisher gesehen haben, um diese Synchrotronen-Photonen zu erzeugen, ich mache mal so ein schnelles geladenes Teilchen, übrigens in den meisten Fällen sind das Elektronen, nehmen wir an, also machen wir hier mal schnell. Wenn die schnell genug sind, energetisch genug sind und auf ein Synchrotronen-Teilchen in diesem Jet treffen, also ein Gamma-Teilchen. Die nennen wir übrigens Kilo- bis Mega-Elektronenvolt. Das Mega steht genau für die Millionenmal höhere Energie als sichtbares Licht. Ja, dann können jetzt diese sehr, sehr schnellen Teilchen diesen Gamma-Photonen noch einen kleinen Extraschubs Energie mitgeben und beschleunigen damit die Gamma-Teilchen zu noch höheren Energien und selbst werden sie dabei ein bisschen abgebremst. Also sie geben einfach ihre Energie an die Photonen ab und zwar so viel Energie, dass wir am Ende Gamma-Teilchen, nennen wir Giga-Elektronenvolt bis Tera-Elektronenvolt, bekommen. Das bedeutet, diese Gamma-Teilchen sind noch einmal 1000 bis millionenfach energetischer als die Gamma-Teilchen, von denen wir vorher sprachen. Ich zeichne das nochmal auf unserem
Strahl hier ein. Wir bekommen also Teilchen, die 1 Milliarden bis Billionen mal energetischer sind als Licht, sichtbares Licht. Bei Millionen sprechen wir von Megaelektronenvolt, Giga- und Teraelektronenvolt. Und das sind unglaubliche Energien. Also bei 1 Teraelektronenvolt hat ein einziges Photon, Lichtteilchen, so viel Energie, mit dem könnten Sie sogar schon eine Mücke, also ein makroskopisches Teilchen zum Hüpfen bringen. Also Energien, wo sich der Mikro- und Makrokosmos treffen. Und tatsächlich auf der Erde gibt es keine Möglichkeit, auch den größten Beschleuniger nicht, solch hochenergetische Teilchen zu erzeugen. Und wie können wir jetzt solche höchstenergetischen Gamma-Teilchen messen, um zu schauen, ob sie wirklich auch in Gamma-Blitzen entstehen? Tatsächlich geht das leider mit Satelliten nicht mehr, und zwar aus dem einfachen Grund, dass da diese Teilchen allein, also jedes Teilchen für sich, schon so eine unglaublich hohe Energie trägt, gibt es nur relativ wenig von diesen diskreten Teilchen, die dann durchs All fliegen und den Detektor erreichen. Das heißt, wenn Sie so einen Satelliten haben mit der Größe von 1 Quadratmeter, dann müssten Sie ja Jahre warten, bis Sie so ein Teilchen einfangen. Das ist ein bisschen so, wenn Sie irgendwo im Ozean so ein Quadratmeter großes Netz hinhängen würden und warten, dass ein Fisch da reinschwimmt. Da warten Sie eventuell auch sehr lange. Aber Sie warten natürlich kürzer, wenn Sie ein entsprechend größeres Netz ausbringen. Und das könnten wir auf dem Erdboden ohne Probleme. Aber Sie erinnern sich vielleicht, ich hatte Sie vorhin schon entwarnt, dass diese hochenergetische Strahlung aus dem All in der Atmosphäre, Gott sei Dank für uns, absorbiert wird. Das ist natürlich jetzt aber ein Problem, um diese Gammastrahlung auf dem Erdboden zu detektieren. Aber wir Physiker haben aus dieser Not schließlich eine Tugend gemacht und tatsächlich einen Weg gefunden, wie wir, wie wir auch auf dem Erdboden, oder wie wir dann schließlich auf dem Erdboden solch höchstenergetische Gamma-Strahlung detektieren können. So, ich zeichne mal hier die Erde ein. So, hier ist das obere Ende der Atmosphäre, sage ich mal. Hier ist der Weltall. So, ich zeichne auch mal schön einen Satelliten hier ein, der hier gerade fliegt. Und jetzt trifft so ein höchstenergetisches Gamma-Teilchen auf die Atmosphäre, wird dort glücklicherweise absorbiert bzw. kollidiert mit Teilchen der Atmosphäre. Da entsteht dann eine Art mikroskopische Explosion, aber aufgrund der so hohen Energie dieses höchstenergetischen Gamma-Teilchens ist auch diese Kollision so energetisch, dass dabei sogenanntes Cherenkov-Licht emittiert wird, das tatsächlich auch am Erdboden detektiert werden kann. Wenn wir jetzt in diesem Lichtkegel Teleskope aufstellen, dann sehen wir jedes Mal, wenn irgendwo, also in der riesigen Fläche in der Atmosphäre, über diesen Teleskopen ein Gammateilchen auf die Atmosphäre trifft, dann sehen wir das. Und wenn wir sogar mindestens zwei oder mehrere Teleskope haben, dann können wir tatsächlich, ähnlich wie mit unseren beiden Augen, von denen, also wir glücklich sein können, dass wir zwei haben, um Entfernung besser einzuschätzen, können wir tatsächlich auch die Ursprungsrichtung des ursprünglichen höchstenergetischen Gammateilchens rekonstruieren. Und damit haben wir alles beisammen, um vom Boden höchstenergetische Gammateilchen zu detektieren. Und das tun wir schließlich mit unseren beiden Magic-Teleskopen, die auf der kanarischen Insel La Palma vor der westafrikanischen Küste stehen. Und Sie sehen, das sind sehr, sehr große Teleskopspiegel, 17 Meter im Durchmesser jeweils. Und diese großen Spiegel brauchen wir, um dieses doch sehr, sehr schwache Cherenkov-Licht einzufangen. Weil dieses Cherenkov-Licht zu schwach ist, können wir auch nur nachts beobachten. Und übrigens ist auch schon der Mond, das Mondlicht ein Problem für uns. Und mit diesen beiden Magic-Teleskopen. Ich wollte ja noch das Geheimnis auflösen, wofür Magic eigentlich steht. Das ist ein Akronym. Und zwar für Major, große, Atmospheric,
Gamma. Imaging. Schwerkraft Teleskops. So. Also große atmosphärische Gamma abbildende Schwerkraft Teleskope. Das beschreibt genau das, was ich Ihnen hier erklärt habe. Ja, und seit 16 Jahren nun suchen wir mit den beiden Magic Teleskopen auf La Palma nach Gammablitzen. In diesen 16 Jahren haben wir sehr, sehr viele, sehr spannende Entdeckungen gemacht, zum Beispiel über 30 konstante Gammaquellen am Himmel entdeckt. Das wäre allein Stoff für vielleicht drei oder noch mehr Cafés im Kosmos. Aber heute soll es ja nur um Gammablitze gehen. Und da haben wir tatsächlich in diesen 16 Jahren über 100 Mal, tatsächlich 104 Mal vergeblich versucht, so einen Gammablitz bei den höchsten Energien aufzuspüren. Manchmal war das Mondlicht zu stark, manchmal war der Blitz auch einfach zu weit weg, also dass die Chancen, ihn zu sehen, sehr gering waren. Und jedes Mal hat es nicht geklappt. Aber manchmal, zumindest im Leben, lohnt es sich dann auch ein 105. Mal zu probieren. Und das war schließlich am besagten 14. Januar des vergangenen Jahres, als wir einen Alarm von einem Satelliten bekamen, in dem Fall vom sogenannten ZWIFT-Satelliten. So, der hat hier nämlich einen Gammablitz entdeckt. Der hat dann sofort die Magic-Teleskope alarmiert. Und wie auch andere optische Teleskope mussten die Magic-Teleskope dann sehr, sehr schnell in Richtung des Blitzes schwenken. Und tatsächlich wurden sie auch so konstruiert, dass sie das sehr, sehr schnell können. Und an diesem Abend gelang das Ganze tatsächlich in 25 Sekunden. Und um mal zu sehen, wie schnell die Teleskope sich bewegen, möchte ich Ihnen das hier zeigen. Das haben wir aus wissenschaftlichen Gründen dann auch nochmal nachgestellt, wie bei Tageslicht, wie in dieser Nacht die Teleskope zum Gammablitz schwenkten. Und hier sehen wir jetzt eines der beiden Magic-Teleskope, also eindrucksvoll in der Größe, wie es blitzschnell hinüberschwenkt in Richtung des Gammablitzes. Ja, und als wir dann sofort unsere Belichtung gestartet hatten, dann sahen wir das. Und tatsächlich, wir sahen einen Blitz, das ist jetzt im Zeitraffer dargestellt ein bisschen, der ja innerhalb von Minuten dann aber leider auch schon wieder verschwand. Aber wir hatten ihn im Kasten. Wir hatten zum ersten Mal überhaupt der Wissenschaft einen Gammablitz bei den höchsten Teraelektronenvolt-Energien gesehen. Und nicht nur das, wir waren auch verblüfft, wie hell dieser Gammablitz war. Tatsächlich hatten wir Glück, also der Sternkollaps, der wahrscheinlich diesen Gammablitz ausgelöst hatte, war relativ nah, also nur ungefähr 7,5 Milliarden Lichtjahre entfernt von der Erde, was dann andere Teleskope, die diesem Blitz auch gefolgt haben, festgestellt haben. Also nicht am Starnberger See im Vergleich von vorhin, sondern eher so in der Entfernung vom Marienplatz, also relativ nah für unsere Größenordnung. Aber trotzdem war dieser Blitz in den ersten, also das Signal dieses Blitzes in Teraelektronenvolt-Energien in den ersten Minuten 100-mal bis 1000-mal stärker als die hellste bekannte Gammastrahlungsquelle in den Teraelektronenvolt-Energien, die wir kennen, der sogenannte Krebsnebel. Und dass dieser Gammablitz am Anfang noch so viel heller war, zeigt, dass die geladenen Teilchen in diesen Jets am Entstehungsort noch viel energetischer sein müssen, als wir dachten, oder das gesamte Energiebudget von einem solchen Gammablitz noch größer sein muss als die 1.047 Nullen, die wir vorhin hier gesehen hatten, die wir bisher annahmen. Also Gammablitze sind noch einmal größere Energiemonster, als wir sowieso schon dachten. Ja, da haben wir uns sehr gefreut. Wir haben das Ganze dann auch publiziert in zwei Nature-Artikeln, einen gemeinsam mit den anderen Teleskopen, die den Blitz auch in anderen Wellenlängen gesehen haben. Und das wurde auch in der Presse über die ganze Welt aufgenommen, auch in der Süddeutschen Zeitung. Und diese Messung am Ende, diese Leistung vom Bau bis zur Detektion, mehr als 20 Jahre von Arbeit bedeutete, wäre nicht möglich gewesen,
ohne oder nur möglich gewesen mit der Hilfe von allen ungefähr 150 Wissenschaftlern, die an den Magic-Teleskopen arbeiten. Ja, 150 Menschen aus 12 Ländern übrigens, die gemeinsam diese Entdeckung möglich gemacht haben. Ja, sind damit nun alle Geheimnisse der Gamma-Blitze gelöst? Natürlich noch nicht. Wir haben jetzt einen gesehen. Wir wissen natürlich jetzt nicht, ob das jetzt ein besonderer Sternkollaps war, ob wir besondere Prozesse in diesen Jets gesehen haben oder ob Gamma-Blitze gewöhnlich so viel nochmal energetischer sind als zuvor und auch diesen extra Stups an Energie dem Gamma-Teilchen im Jet mitgeben. Und um das besser studieren zu können, müssen wir natürlich noch weitere Gamma-Blitze beobachten. Und im schlimmsten Fall müssen wir natürlich jetzt nochmal 16 Jahre warten. Wenn wir Glück haben, kürzer. Wenn wir Pech haben, länger. Und aber um das nicht zu tun, sind wir schon einen Schritt weiter. Und zwar bauen wir zurzeit schon das Nachfolgeobservatorium. Und zwar wird das nochmal viel, viel größer als bisher. Nicht nur zwei Teleskope, sondern insgesamt über 100 sogenannte Cherenkov-Teleskope. Und das Ganze nicht nur an einem Ort. Hier auf der Nordhalbkugel wird das tatsächlich in der Nachbarschaft der Magic-Teleskope sein, auf der Insel La Palma, sondern auch im Süden, in Chile, in der Atacama-Wüste. Das heißt, wir können ja beide Himmelssphären gleichzeitig beobachten. Das heißt, wenn in der südlichen Hemisphäre uns ein Gamma-Blitz erreicht, dann würden wir den auch sehen. Wenn wir nur auf der Nordhalbkugel Teleskope hätten, dann hätten wir in diesem Fall ja Pech gehabt. Und auch Teleskope verschiedener Größe, sogenannte große Large-Size-Teleskop, Mid-Size-Teleskop und Small-Size-Teleskops, um am Ende ja auch empfindlich zu werden auf Gammastrahlung, die ungefähr 10-fach schwächer ist, als wir mit den bisherigen Teleskopen sehen können. Das heißt, wir können auch noch weiter entfernte Gamma-Blitze sehen, wenn uns deren Strahlung erreicht. Und tatsächlich ist das erste dieser 100 Teleskope auf La Palma, das erste der besonders großen Teleskope, schon fertig gebaut. So sieht es aus. Noch einmal größer als die Magic-Teleskope mit einem Spiegeldurchmesser von 23 Metern. Sie sehen hier zwei Menschen stehen, auch ein Auto, um einen Eindruck zu bekommen. Und trotz dieser enormen Größe, übrigens auch insgesamt über 100 Tonnen schwer, schaffen wir es mit diesen neuen Teleskopen noch mal schneller, noch mal ungefähr anderthalb Mal schneller als mit den Magic-Teleskopen, jeden Punkt auf dem Himmel zu erreichen, wenn wir dorthin schwenken. Das heißt, wir können noch schneller Gamma-Blitzen nachfolgen, wenn wir einen Alarm von einem Satelliten bekommen. Und das möchte ich Ihnen nicht nehmen lassen, Ihnen am Ende auch noch mal vorzuführen aus der Perspektive der Kamera und später auch einer Drohne. So, das ist jetzt leicht im Zeitraffer, aber jetzt haben wir originale Geschwindigkeiten, in denen sich dieses Teleskop, dieses enorm große Teleskop, bewegen kann. So, 80% der möglichen Geschwindigkeit und jetzt mit Full Speed. Und damit können wir tatsächlich von jedem zu jedem anderen Punkt am Himmel in ungefähr einer halben Minute schwenken, selbst im schlechtesten Fall erreichen wir jeden Ort am Himmel in 30 Sekunden. Ja, und spätestens damit sind wir uns eigentlich sogar ziemlich sicher, dass wir jetzt sehr, sehr häufig Gamma-Blitze sehen werden. Und deswegen hoffe ich und drücken Sie die Daumen mit uns, dass es bald wieder heißt Gamma-Blitz-Alarm. Vielen Dank.